So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tag gekommen, wir fahren die neue Limo Corrosse abholen. Ihr habt das Auto schon gesehen, wir haben das Auto nicht gesehen. Leider nicht. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wobei noch haben wir das Ganze nicht erläutert, ihr wisst aber auf jeden Fall, warum das Ganze jetzt so lange gedauert hat. Eigentlich haben wir ja anfangs die Corrosse in Rekordzeit aufgebaut. Das heißt, Ende Februar war das Ding ja eigentlich schon wieder fertig vorbereitet. Im Blech, genau. Dann musste aber alles abgeformt werden. Dann mussten Seitenteile eingeklebt werden. Dann mussten die ganzen anderen Carbonteile angefertigt werden. Dann wollten wir noch die Spritzwand bauen. Dann wollten wir noch die Mulde hinten bauen. Und das Ganze hat sich halt einfach ein bisschen gezogen, dass es jetzt in Summe 12 Monate gedauert hat. Warum, wieso, weshalb genau, werden euch aber Artyom und Chris auf jeden Fall gleich erklären. Ich muss allerdings sagen, ich bin wirklich auf die Corrosse gespannt. Ich auch. Wir haben sie so noch nicht gesehen. Es soll wirklich brutal sein. Mir persönlich fällt auch wirklich fast nichts mehr ein, was man an der Corrosse jetzt noch hätte besser machen können. Also das Ding ging komplett ins KTL-Bad. Danach wirklich minimal abgedichtet, top lackiert, innen, außen. Also ich glaube, viel mehr hätten wir da jetzt auch wirklich nicht rausholen können. Ne? Ja, jetzt fehlt nur noch, dass wir beim Lackschenkel-Einbau einmal... So, ja. Haben einige zu mir gesagt, nicht über die ersten Macken aufreden, so ungefähr. Macken beim Zusammenbau gibt es immer. Spätestens, wenn das Auto fährt, werden wir natürlich damit wieder über den Flugplatz beraten. Einige hatten ja schon Angst, dass das Ding irgendwie im Wohnzimmer, im Museum oder ähnliches versinken wird. Auf keinen Fall. Das Ding wird genauso benutzt wie die alte auf jeden Fall. Bis das Wohnzimmer groß genug ist. Nee, also das Ding wird schon bewegt. Und genau da freue ich mich eigentlich auch am meisten drauf. Klar, Zusammenbau und so weiter wird geil, aber am Ende ist halt das Fahren immer noch mal cooler. Ne? Auf jeden Fall. Ich freue mich auch richtig hart darüber, muss ich mal kurz eingreifen, dass so nach einem Jahr, weil ich weiß, wie das so ist, oder ich kann es mir vorstellen, wie es ist, wenn sowas mal nicht mehr ist. Und deswegen freue ich mich auch richtig hart, dass du nächstes Jahr wieder in der Karre sitzt. Da freue ich mich schon. Ja, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Alcantara-Hebel wieder durchreibst da drin. So, das finde ich jetzt nicht so. Das war jetzt 12 Monate mal vollkommen okay. Ich meine, weil das Jahr nicht viel war. Aber genau, gab eh nicht viele Events. Ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie Langeweile hatten. Aber wir haben uns ja schon ganz gut beschäftigt in der Zeit. Aber jetzt ist es definitiv auch wieder an der Zeit, dass man in der Richtung mal wieder. Plus, man kann das ja schon so ganz gut einschätzen, was so ein Auto am Ende jetzt an Potenzial haben muss. Viele von euch kennen das bestimmt, zumindest die in den Ausmaßen Autos zusammenbauen. Mit der Zeit weiß man ja, wie krass die Umbauten sind, was sie bringen könnten und wo es hingeht. Ja, das kann nur ballern. Gewicht vorher, nachher? Mit welchem Gewicht sind wir bei Schwan nach Hause gefahren? Ja, das weiß ich nicht, das muss ich gleich auf dem irgendwas, ich glaube... 240 oder so? Nee, ich meine mitgestellt runter 260 bis 70, okay. 71 so in dem Dreh. Jetzt werden natürlich, vermute ich, schon einige Carbonteile wieder dran sein. Das heißt, wir werden jetzt eigentlich mehr ein Gewicht mit Anbauteilen haben. Mhm. Mit Türscharnieren und so weiter, das wiegt auch einiges. Aber mit Farbe drauf. Genau. So, das heißt, wir können aber schon mal zumindest eine Basis abwiegen und gucken, wie wir ins Rennen gehen. Bin gespannt. So, ab nach Lübeck und endlich die Corrosse sehen. Also ich sehe bisher nur so einen Faserverlauf, aber selbst der Faserverlauf passt schon so krass, dass das wirklich, also auf jeden Fall... Also war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Definitiv, wenn man so hier vorsteht, denkt man halt einfach, das ist einfach die geistige Endstufe. Weil es sieht halt einfach, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es sieht einfach zu perfekt aus. Du stehst davor und würdest denken, das muss jetzt einfach... Keine Ahnung, das muss Folie sein, übertrieben gesagt, oder laminiertes Teil, wo so viel Harz drauf ist, dass ihr ja so lange noch rumgeschliffen habt, dass das Ding so heftig aussieht. Vor allem, das finde ich halt, das sieht ja in lackiert schon geil aus, und jetzt guck mal auf diesen Carbon-Schweller hier unten drauf, ne? Wenn jetzt auch noch die Faser so über die Kante rüber geht, wie breit das Ding aussieht. Ja, sag doch mal was hier! Auch sprachlos, oder? Also, guckst seit Wochen drauf, aber auch noch sprachlos. Was mich ja so geärgert hat, dass wir keine Sonne mehr hatten. Weil ich wollte das unbedingt einmal rausstellen. Ich wollte das wenigstens einmal draußen sehen, wenn das Licht da so drüber knallt. Oder was hast du? Ich find's brutal. Kann man eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich habe mir so oft angeguckt, oder ich bin die ja, aber so zusammengebaut auch noch nicht. Ja, nee, aber das, ja. Nee. Deswegen hatte ich auch gleich, also als ich die Türen dann lackiert hatte, habe ich auch schnell gefinisht, gleich rein, weil ich unbedingt sehen wollte, wie das seitlich aussieht. Ne? Problem ist, weißt du, je mehr du die anguckst, desto mehr willst du, desto perfekter willst du es haben, weil du immer irgendwas findest, was dich nervt. Und irgendwann ja, musst du, aber ich find, das bei so einem Projekt musst du irgendwann sagen, jetzt muss ich, darf ich das jetzt mal nicht sehen und nicht angucken, nicht mal daran denken und dann vom Neuen nochmal. Film mich mal einmal in der Tür quasi so, dass du mich da so siehst. Sieht man mich da hinten? Mhm. Ist schon krass. Weil man darf immer nicht vergessen, das ist jetzt ein Sicht-Carbon-Teil, das heißt, da ist nichts mit Spachteln. Da ist nichts groß mit Schleifen, verschönern oder wie auch immer. Ne? Entweder es ist halt genau so oder gar nicht. Ne? Und dann kommt am Ende halt immer noch dieses Gewicht dazu.
Sieht halt einfach nur wirklich brutal aus. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, so, Artyom war erst nicht so begeistert, als ich ihm diese Idee unterbracht habe, das Auto in sich kaputt zu machen. Aber dann gehen wir später nochmal rein. Wir müssen das erstmal kurz wirken lassen. Ich habe schon bei der Anmoderation so ein bisschen gesagt, dass eigentlich die Karosse, so wie sie jetzt hier steht, annähernd perfekt ist, oder? Oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da könnte man noch mehr machen? 100 Pro hat Chris irgendwo. Ja, vor allem, warte mal, müssen wir einmal umdrehen. Guckt euch an, wie geil die auch von innen alleine aussieht. Ne? Ich meine, so wie die Teile von innen aussehen, sehen andere Carbon-Teile nicht von außen aus. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Da kommen alte Gefühle wieder hoch. Echt, die ganze Zeit ist immer so schwere Hauben aufgemacht. Ne? Und jetzt wieder vorhin komplett ohne. Mach mal hier, zieh mal einmal hoch und das komplett ohne Dämpfer halt. Ne? So. Ja, aber das ist ja auch ein gewohnter Anblick, das Auto ohne Motor. Ja, da wollte ich den Weg noch machen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit auf das Carbon geguckt haben, sieht man dann doch wieder, wie dunkel der Lack ist, ne? Ja, ist krass. So, und Artyom, jetzt erzähl mal, wie viele Stunden hast du den Kopf zerbrochen, dass das vom Faserverlauf her so passt? Gar nicht. Einfach so viele Haufen gemacht, bis es gepasst hat. Ich kann jetzt auch gerade nicht beantworten. Nee, nein, also da, ich kann jetzt gar nicht beantworten, aber das ist halt. Also sowas finde ich, muss man auch achten. Ne? Also wenn das halt nicht, also vor allen Dingen der Faserverlauf. Ich muss auch ehrlich sagen, so Sachen wie die Heckstoßstange habe ich auch einmal mal zweimal gemacht, weil wir dann irgendwie ja, davor standen und denken, scheiße, ja, das ist jetzt irgendwie. Ich überlege gerade, welche Stelle einfach am perversesten aussieht. Weißt, es gibt ja immer so Favoritenstellen, wo man drauf glotzt. Also das schlimmste Teil mit Abstand ist die Stoßstange vorne, wirklich. Also den Faserverlauf schön zu kriegen. Nein, du hast so viele Schnitte. Auch das. Das Problem ist, also ich finde, entweder hast du ein kantiges Teil, ja. So perfekt Lamborghini, viele Ecken, du kannst immer schön die Schnitte in den Kanten verstecken, du siehst es nicht. Ne? Und aber wenn du halt Ecken und Rundungen hast, so wie diese Stoßstange, die das Auto ist, jetzt hat sehr viele Rundungen auch und dann aber auch sehr viele Kanten, so irgendwann sieht das, wenn du es drapierst, sieht das einfach auch nicht mehr schön aus. Und irgendwann kannst du auch nicht mehr so weit drapieren, dass du schneiden musst. Und das musst du eben, weil dieser Stoßstange muss das kombinieren. Du hast die Kiem, du hast die Rundung seitlich, du hast irgendwelche, ja, vorne die Lufteinlässe, seitlich die Lufteinlässe. Und dann muss das halt noch am besten so verstecken, dass du es halt auch nicht siehst, wenn das Ding angebaut ist. Ja, ne? Du musst es ja eigentlich schneiden und legen, aber immer so, dass es für den Betrachter trotzdem nochmal schön aussieht. Also meine Lieblingsstelle ist auf jeden Fall das hier. Von der, wo es in die Tiefe geht, ne? Ja, mit dem Schwarz und dann hier runter, unten wieder schwarz. Wenn hier jetzt noch dann die Aluleiste dazu ist und die Carbon-Einstiegsleiste, weißt du? Deswegen so hier, die, das ja, cool, das ne? Ist, wenn du es so von hier guckst mit diesem Übergang, das ist schon... Ja, und klar, mit den ganzen Sicken. Aber der Einstieg, das sieht schon richtig. Das ist schon sexuell. Ja, aber auch wenn du von hier so gerade drauf guckst. Ich weiß nicht, für mich ist es irgendwie, wenn ich gucke, diese Verbindungsstelle, irgendwie, ich weiß nicht, da ziehen sich so drei Flächen aufeinander, irgendwie rund, ganz runde Kante und dann die View. Du auf den Kupfel guckst und die Rundung da so rauskommt. Ja. Ja, das ist schon... Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Seit ja, auch mit den Griffen zum Beispiel. Auch. Jetzt habe ich sie ja ein paar Mal dazwischendrin schon immer mal gesehen, ne? Aber das ist schon aber so, noch gar nicht. Nee, das ist wirklich ja, so hart. Was ich meinte gerade mit den Schnitten. Du kannst zum Beispiel das Teil, weil es sieht recht einfach aus, ist es aber nicht, das ist auch geschnitten. Sonst würde das nicht schön aussehen. Bei den Griffen ist zum Beispiel hier ein Schnitt drin, aber der fällt halt nicht auf, weil der so in der Kante sitzt. Ach, da ist ein Schnitt, oder? Ja, der ist hier in du dieser Kante. Du bist ja behindert, drin. Stimmt. Ja. Wenn man jetzt ganz genau hinguckt, sieht man es hier. Aber wirklich dieser Faserverlauf optisch, wenn du von vorne guckst, wirklich schön aussieht. Weil sonst würdest du es alles so hinziehen, das wird alles ja, verdreht und nicht so schön dann sonst. Bist du zufrieden? Total. Nein. Ich würde am liebsten würde ich erstmal alle Beteiligten hier in den Arm nehmen, aber das ist aktuell nicht Corona-konform. Deswegen müssen wir das Gruppenkuscheln auf nachher verschieben. Okay. Also ich freue mich wirklich drauf, wenn wir hätten das ja gerne zur Essen Motorshow fertig gehabt. So war eigentlich der Plan. Mhm. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, ihr hättet das definitiv geschafft. So. Oh, wäre eng geworden, aber gut, das wäre klar, aber das wäre ja irgendwie schon möglich gewesen. Aber ich glaube, ihr hättet euch selber auch erschrocken, wenn ihr alle zur Essen Motorshow kommen werdet und die Leute vor dem Auto so stehen. Gerade so als Karosse, wo man jetzt so vorsteht, ich habe es vorhin noch gesagt, und egal, du kannst ja in jede Ecke gucken. Es ist alles blank. Die Finger weg da. Alles blank, es ist nirgendwo irgendwie Klebereste drauf. Selbst sowas hier ist natürlich gewollt, weil da die Scheibe am Ende drauf geklebt wird, deswegen wurde das abgeklebt vorm Lackieren.
Das Ding ist wirklich so, weißt du, wenn du da so in die ganzen Ecken reinfilmst und so, die Karosse ist halt wirklich jetzt einfach perfekt. Vor allem auch, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt auf dieses Seitenteil drauf guckt, dafür, dass das ja ursprünglich mal, also ursprünglich gab es das Teil gar nicht, so, dann erstmal einmal Blech gebaut, dann abgeformt, dann eingeklebt, dann noch den Übergang gemacht und dann passt auch der Faserverlauf. Wir reden ja nicht vom einen Schritt, sondern von 10 Schritten, ne? Die wirklich von Anfang bis Ende durch. Ja, das muss halt alles zusammenpassen dann nachher auch. So, wie ist das jetzt für den Fall der Fälle, hier passiert irgendwas? Da hast du eine neue Nummer. Kannst du den Strick nehmen? Ich nehme ja auch einen Strick, hängen wir uns am selben Strick. Nimm den gleichen an. Dann nein, aber, den gleichen. Zum Beispiel Steinschläge. Ist eher empfindlicher als schwarzer Lack oder man sieht weniger? Also auch so von der Klarlackdicke, sage ich jetzt mal, die da so drauf ist? Ja, das Blöde ist, ich sag mal, wir haben hier schon relativ viel Material drauf und das Material ist hart. So, und alles, was hart ist, ist halt immer schlecht. So, und von daher wäre das eher nicht so toll. Ja, sehen, also klar, ein Steinschlag ist halt schwer zu sagen, ob du siehst. Hat jetzt deine Frau erzählt? Nee, aber im Endeffekt, es kommen hier überall Steinschläge rein, auch vorne, wenn, egal ob das jetzt normale Basislack ist mit Klarlack. Ja, deswegen passieren kann das immer. Also aber ist es nicht so, dass der Klarlack jetzt sofort aufsplittern kann oder so? Nee, ich denke, na gut, es kommt ja auch wieder auf den Stein drauf an, der da wieder reinsemmelt. Deswegen, also ich persönlich klar, ich würde natürlich auch noch irgendwie vielleicht irgendwie eine weiche Schicht nochmal raufbringen. Einfach nur, dass man da noch was drüber hätte. Aber dann kannst du, sag ich mal, auch hier in Paradise 1000 fahren. Die Frage ist ja, ob der Stein nur ein Klarlack oder ob der Stein auch ins Harz kommen würde, weiß man ja nicht. Ja. Erzähl du mal einfach. Das Ding wird genau so zusammengebaut und genau so gefahren. Ja, ich glaube nicht, ich würde damit nicht so einen Film machen. Das heißt, um das Ganze so hinzubekommen, reden wir davon, dass du erstmal die Teile in sich Carbon baust. Das ist schon mal ein Unterschied gegenüber einem lackierten Teil, weil du halt, wie du gesagt hast, so vom Faserverlauf her und wie du es schneidest und legst und so weiter schon mal ein riesen. Plus das eigentliche Gewebe ist sonst gar kein Sichtcarbon, ne? Das ist jetzt auch ein anderes Gewebe in der äußersten Schicht. Ja, guck mal, ich versuche immer so zu unterscheiden. A, ist das ein Kostenfaktor, klar. Wenn du halt jetzt ein Gewebe nimmst, was wirklich Erstzulieferer-Qualität hat und extra für Sichtanwendungen geeignet ist, von der Festigkeit und davon mal abgesehen, aber muss man halt unterscheiden. Ich muss halt immer gucken, was ich für einen Aufbau mache. Wenn ich davon ausgehe, dass es ein Sichtcarbon-Teil werden soll, mache ich dann den Aufbau anders, als wenn ich sage, okay, den Kunden ist nur, also er ist speziell, wichtig, nur die Funktion, wirklich dieses Gewicht und ihm ist egal, wie das da drunter aussieht. Dann fängst du ganz anders an. Allein auch schon wie den Kostenfaktor. Ne? Sind die Teile theoretisch Sichtcarbon schwerer? So oder wie sie jetzt gebaut sind, nein. Legst du es vom Zusammenbau dann so, dass andere Schichten dafür dünner, leichter sind? Ich leg das so aus, dass es halt mit der Lage ist das leichter. Ich leg das schon, deswegen sage ich ja, die Zusammensetzung der Bauteile. Wenn ich jetzt weiß, dass von vornherein ist ein Sichtcarbon-Teil und es soll aber auch ein Leichtbauteil werden, versuche ich das so zusammenzusetzen von Materialien her, von den Schichten, dass wir aufs gleiche Gewicht kommen. Ne? Aber was halt, ich meine jetzt, man lacht und grinst drüber, was halt eigentlich Chef ist, du stehst davor und man überlegt jetzt theoretisch nicht, ob die Farbwahl die richtige war, sondern ob das Carbongewebe das richtige war, so ungefähr. Ne? Aber ich wollte ja genau das Gewebe so haben. Viele sagen jetzt ja auch ein moderneres nehmen können, weil es gibt ja mittlerweile gröbere, fettere, wie auch immer. Ich finde einfach, das ist das Audi B5 Carbongewebe, wie es auch auf den Leisten innen und so weiter viel war. Ich finde das aber perfekt. Das ist für mich einfach das Carbongewebe. Es ist das auch, was irgendwie jeder kennt und weiß und unter Carbon irgendwie zuordnet. Ist ja einfach das. Ja, ne? Witzig ist, da ist einfach jetzt so viel Carbon drin, man achtet gar nicht mehr aufs Dach. Ne? Und wenn ihr jetzt mich gebracht hättet, so, ist ja auch Carbon. So, das heißt, Sichtcarbon-Teil kommt, muss dann aber vom Lackaufbau her logischerweise anders aufgebaut werden als ein normal lackiertes Teil? Genau. Also geht nicht einfach direkt Klarlack drauf? Nee, leider nicht. Okay. Weil hier ist es ja eben halt so, oder Atium baut die Teile, sag mal, ohne die Deckschicht. Mhm. So, und jetzt müssen wir sozusagen die Deckschicht ja neu aufbringen. So, und da haben wir jetzt von der Firma Foschemie haben wir jetzt, sag mal, so ein Carbon-Teile oder Sichtcarbon-Teile-Füller bekommen. So, der ist relativ dick. So, den können wir dann, oder der wird dann aufgetragen. So, der muss natürlich auch relativ schnell geschliffen werden, weil der sonst so hart wird, dass du gar nichts mehr schleifen kannst. Mhm. Da kannst du auch mit 80er Papier rübergehen, da machst du wirklich nur so feine Kratzer rein, wenn du den 3 Tage stehen lässt. Ah, also du musst den nach der Verarbeitung relativ schnell. Genau, also wir machen es eben halt so, wir tragen den auf. Mhm. So, dann könnten wir den entweder gar nicht trocknen und schleifen den nächsten Tag, das würde gehen. Oder wir machen es halt so, dass wir den einmal antrocknen, maximal halbe Stunde. Und dann muss der aber auch sofort, also nicht lange abkühlen lassen, gleich raus und sofort schleifen. Ja, ja.
So, und dann musst du halt gucken, wie ist das alles gut oder ist das nicht alles gut. Dann kannst du nochmal eine Schicht aufbringen, wenn du das musst oder auch nicht. So kannst du gleich am Anschluss machen. So, dann wieder rein, trocknen, raus, schleifen und dann kannst du Klarlack machen. So, und hier haben wir jetzt teilweise auf... Du kannst mit Mühe und Not Klarlack machen, ja. Ja, das, ja, das würde gehen, aber dann hast du halt alles voller kleine Löcher. Muss aber schon auf jeden Fall danach einmal Klarlack immer nochmal rüber zum Schutz, ja, zum Versiegeln. Und gerade auch wegen UV-Schutz und alles. Ja. Und dafür haben wir ja auch von der Firma Foschem oder Car System halt einen speziellen Klarlack gekriegt. Auch extra für Sichtcarbon-Teile, der halt diesen UV-Schutz hat. Und das ist da halt auch alles drauf, damit die Teile halt später nicht gelb werden. Man kennt das auch mal so aus dem Motorraum und sowas, da hat man auch manchmal so gelbe Teile. Ist da jetzt schon irgendeine Art Versiegelung, Politur oder irgendwas drauf oder ist das der reine Klarlack erstmal? Das ist jetzt der reine Klarlack. Also wir haben jetzt, sag ich mal, nur ein Finish gemacht, dass wir halt die Staubeinschlüsse rausgemacht haben und alles, was sonst eben halt noch so drin ist oder drin sein kann an Dreck oder, ja, oder falls, sag ich mal, irgendwie eine Narbe mir nicht gepasst hat, dann habe ich das halt auch nochmal rausgeschliffen, sodass es halt wirklich alles richtig schön glatt ist. Und auch eine Versiegelung oder so ist gar nichts, also aktuell noch gar nichts drauf. Würde ich jetzt aber auch, doof gesagt, nicht machen. Ja. Ich würde es jetzt erstmal zusammenbauen, weil dann hast du immer noch mal irgendwie, was ich, einen Fingertapsen drauf. Irgendwo vielleicht noch... Nicht nur einen. Ja, oder vielleicht... Ja, sonstige Flecken. Sonstige Flecken. Nee, aber nee, dann kannst du ja noch mal polieren, dass der halt wirklich schick dasteht und dann kann man den halt immer noch versiegeln. Aber glänzt halt einfach brutal, ne? Ja, klar, brutal, ne? So, und hier im letzten Video, wo wir noch nicht gesagt hatten, dass das Ding Sichtcarbon bleibt, hattest du den Übergang noch deutlich härter? Das ist jetzt auch wieder mit Farbe gemacht oder wie hast du den jetzt weicher hinbekommen auf die große Fläche? Ja, ich sage mal, das ist jetzt eine Lasur. Also wir hatten einmal von der Firma Foschemie, weil die auch, sagen wir mal, für andere Hersteller auch Sachen produzieren, haben wir jetzt ein Material gekriegt. So, da kann man den Klarlack einfärben. So, und dann haben wir das, sagen wir mal, immer weicher hingezogen, so dass es halt so ist, wie... Weil das, ist ja eigentlich schon fast mehr Kunst als Lackieren dann so, ne? Weil das ist ja wirklich schon... Das ist natürlich, man sieht es halt immer nicht, ne? Man muss halt wirklich, sagen wir mal, mit Licht da so ein bisschen beigehen, dann sieht man halt, dass es immer dunkler wird. Wie viele Versuche hast du dafür gebraucht? Du hast nur einen. Ah, man hat nur einen, ja. Okay. Dann hast du wahrscheinlich keine nur Chance. Einen Versuch gehabt. Genau, ich habe keine Chance, also nutze ich sie. Ja, und langsam runterschleifen? So. Ja, musst du alles von vorne machen. Weil das Blöde ist, wir hatten ja, sag ich mal, diesen, in Anführungsstrichen, relativ harten Cut gemacht, damit ich mir nachher so einen weichen Übergang bauen kann und dass wir einmal Klarlack als Retter da drauf haben. So, weil dann könnte ich oder hätte ich eventuell das noch wieder leicht anschleifen können, um es wieder runterzuschleifen, aber wäre halt übertrieben viel Arbeit gewesen. Weil dann ist wieder die Gefahr, dass ich durch den Klarlack durchschleife, dann könnte es wieder sichtbare Stellen geben. So, von daher ist halt wirklich nur eine Chance da. Das ist auch nochmal so ein Ding, ne? Wenn du halt eine Deckschicht hast und schleifst da durch die erste Deckschicht drüber oder durch und hast einen Fleck, dann kommst du auf die Kohlefaser und schleifst die Kohlefaser an. Und dann steht ein schwarzer Nebel und wenn du das wieder überlackierst, dann siehst du das. Ja, das ist, halt immer so das ist tatsächlich so, wie man irgendwie vom Bleistift oder so kennt, wenn man die Kohlefaser schleifen wird. Ja. Krass. Und wer ist von euch auf die Idee gekommen, das Ganze wirklich Sichtcarbon zu lassen? Ich. Ich hatte irgendwann, eigentlich waren wir ja schon weiter. Mir unterhalten, weil ich mein Auto nämlich auch so machen wollte. Ich wurde gezwungen. Genau, Arthur wurde gezwungen. Du hast erst gesagt, geht nicht. Tatsächlich gesagt, geht nicht. So, erst gesagt, geht nicht, weil... Geht nicht, weil... So viel Aufwand. Nein. So, ne? Gerade auch so bei Teilen, Stoßstange und Seitenteile und so weiter. Weil wir mussten dann ja schon fein Seitenteile herstellen, musste ja schon klar sein, es soll Sichtcarbon werden, weil sonst hätte ja das Seitenteil auch schon wieder anders ausgesehen. Ja. So, ja. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Vollcarbon-Limo. Du hast ja zum Glück noch Kombi. Ja, genau. Also soll ja nicht langweilig werden. Ein Kombi soll es ja auch noch geben. Das wäre geil, ne? Passend dazu noch ein Kombi. Das muss er nicht. Aber du meintest schon, du würdest ein anderes Gewebe nehmen. Ja, also ja, ich würde es aber auch nicht, sag mal, in der Farbe. So, ich gehe los, ne? Tschüss, Adio, bis nächstes Jahr. Nee, deswegen, also ich würde es für mich, ich würde es auf jeden Fall eintönen. So, damit, ja, weil ich habe da jetzt ein paar Sachen gesehen bei McLaren und sowas und das sieht einfach unfassbar krass aus, was man da farblich machen kann. Ein ganzes Auto eintönen. Ja. Ja, aber da hatten wir auch drüber gesprochen. Das klingt jetzt erstmal einfach, weil du bist Lackierer, das ist für dich vielleicht ein bisschen einfacher, aber ja, du meinst ja auch, wenn das einmal eingetönt ist, hast du halt auch die richtige Arschkarte, wenn da mal was mit ist, ne? Genau, das weil ja, diesen Eintönungsgrad... Keine Chance. Ja. Also das geht nur ein einziges Mal. Aber du kannst das nochmal bestellen, wenn du willst. Ja. Aber neue Teile, ne? Neue Seitenteile ran. Scheiße. Ja, gut, kannst dann nur die Vollkasko regeln, ne? Nee, aber das ist, da darf wirklich nichts mit sein. Also da muss man dann wirklich entweder 100 Mal Klarlack machen, dass du halt wirklich genug Zwischenschichten hast. Oder halt irgendwie eine Schutzschicht drauf.
Es war ja, wir müssen den Leuten nochmal kurz erklären, warum wir das Ganze Sichtcarbon gemacht haben. Also es war ja tatsächlich Essen Motor Show letztes Jahr bei dem alten Auto schon so, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute gefragt haben, was an dem Auto Carbon ist. Weil die Teile schon immer so perfekt einfach aussahen, dass Leute, die jetzt nicht jedes Video kennen oder jedes Teil von dem Auto kennen, wirklich davor standen und dachten, ja, ist halt ein schwarzer A4. Genau. So, und um das Ganze jetzt noch einmal im Leben, weil sowas, denke ich mal, machen wir wirklich nur einmal im Leben, zumindest bei einer Limo. Definitiv. So, wenn ihr Hilfe beim Kombi braucht, sagt Bescheid. Kommt weh mal der Flex wieder vorbei, dann ist das ratzfatz draußen. Also, dir Bescheid sagen, ja, okay, das ist doch ein fairer Deal. Sag ihm aber wenigstens Bescheid, ehe ich dann komme. Deswegen haben wir uns dann gesagt, komm her, dann lass uns doch mal einmal gucken. Es gab ja schon Autos in Sichtcarbon, RS6 und sowas, aber halt alles nur lamiert, ne? Genau. Alles nur lamiert. Und ich finde einfach, man sieht einen Unterschied. Weil ich finde, die lamierten Teile sind halt in so manchen Bereichen wie um die Ecken rum und so, finde ich, sieht man schon, dass es halt eine Faser ist, die drauf liegt und nicht eine, die so richtig in diese Form reingezogen ist. Na, das Problem ist ja auch, die meisten haben ja die Türen zu. Das heißt, du siehst die Autos immer nur von außen. So, und hier, hier kannst du ja alles sehen. Hier kannst du die Türen auch machen. Ich werde es immer offen stehen lassen, da kannst du dir sicher sein. Also im B5 gab es bestimmt noch keinen. Nein, nee. Aber es gab. RS6. Ja, achso, ja, der war der 903, der so durchs Internet gegangen ist. Das war ja so mehr oder weniger unser, ich will nicht sagen Vorbild, aber die Bilder hat halt wirklich gefühlt jeder gesehen. Das sieht richtig gut aus. Aber es gab ja den RS6, der einmal rundum. Ich glaube, 2-3 gibt es sogar davon, die komplett laminiert wurden. Es gab doch auch so einen Golf 7 oder so, also gab es ja auch. Ja. Nee, nicht nur. Ja, aber das sieht man auch. Also, wenn man genau weiß, dann sieht man das auch an manchen Stellen, dass es halt laminiert wurde. Also, wenn man sich das ein bisschen, klar, es sieht auch nicht unbedingt schlecht aus. Also ich habe die ehrlich gesagt noch nie in echt auch gesehen, das ist auch immer ein bisschen anders. Ja, aber ich habe es in echt gesehen und das ist absolut nicht zu vergleichen. Genau. Also wie gesagt, du stehst, ich bin wirklich gespannt, was die Profis sagen. Also wir müssen auf jeden Fall so ein Reaction-Video irgendwie machen, was die Leute so sagen. Aber gerade so, wenn du in diese Bereiche reinguckst, das werden die Leute einfach nicht glauben. Die werden das nicht fassen, dass das wirklich hier ein eingeklebtes Carbonteil ist. Glaube ich noch nicht dran. Ja, deswegen, da sind ja eh immer so viele Leute dabei, die das halt generell ja alles gar nicht glauben können. Aber die müssen sich das einfach angucken. Das geht schon alles, ne? Wenn man will, kann man alles. Ich glaube, es wird erst richtig krass, wenn die Kontraste dazukommen. Also, boah, ich finde, krasser geht schon. Alu-Leiste und so. Das ja, das, also deswegen, also gerade mit Rückleuchten, die Rückleuchten fehlen mir. Deswegen, also die hätte ich für mich. Hätte ich gerne natürlich die Rückleuchten drin gehabt, die Alu-Leisten, das wäre schon. Das sieht schon ultra. Das wäre mal leider mit der Kamera auch nicht richtig toll gewesen. Nee, das ist alles aus. Also ich glaube auch, wenn die ersten Leute, weil wir sind mittlerweile bei über Video 30, eigentlich auch krass in einem Jahr, wie detailliert wir das Auto schon so aufgebaut haben. Das geht jetzt ja noch. Ja, das geht jetzt ja noch weiter. Das heißt, bis das Ding irgendwann mal fährt, sind wir bestimmt bei 50. Und alleine, weil ich ja jedes Video jetzt wiegen muss, was ich da einbaue. Weil wir dürfen ja keinen Gramm zu viel einbauen. Das heißt, bis das Ding irgendwann mal fährt, sind wir locker bei Video 50. Und dann glaube ich schon, die Leute werden das nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das am Ende. Also, wenn ihr das am Ende seht, glaube ich schon, dass ihr versteht, warum wir das gemacht haben. Weil es ist halt einfach. Einfach nur Bilder. Es ist ja wirklich so. Auch immer so. Diese Ecke hier. Das hat man auf Fotos, die ich gepostet habe, auch schon mal gesehen. Ne? Ich finde, diese Ecke sieht auch so krass aus. Weil das ist halt einfach so diese B5-Seitenteilecke und einfach so dieser Verlauf. Mittlerweile ist das Video dazu online. Ich bin mal gespannt, wie es gefeiert wurde. Meine Vermutung sagt mir aber, die Leute werden sagen, Respekt. Ganz gut. Da werden definitiv einige sprachlos sein und ich bin definitiv auch. Ja, ich hoffe, die Leute können jetzt nachvollziehen, warum wir überhaupt so lange gebraucht haben. Ja. Oder was da eigentlich an Arbeit steckt. Ja. Aber ich denke mal, also, sie müssen sich einfach es live ansehen. Es waren halt wirklich viele, die zwischendrin immer wieder gefragt haben. Ja, zum Glück hat ein Großteil der Community das auch gleich wieder verteidigt und hat gesagt, ey, lass die Jungs auch mal machen. Aber nur vorsichtig gesagt, was schätzt du, wie viele Stunden? Kann ich nicht mehr schätzen. Also ich habe vorhin nur so, ich könnte nicht mal eine Zahl nennen. Also weil das Blöde ist ja, so klar, man ist ja nicht jeden Tag dabei, so, aber man ist da, und ich sag mal, nur dass ich habe die Stoßstange ja nochmal an die Seitenteile angepasst und da habe ich eine ganze Woche nur angepasst, gespachtelt und so dass es mir gefällt. So, und das ist auch eine Woche jeden Abend. So, das sind abends dann auch immer 4 Stunden. Ja. So, und dann, klar, da hängt ja nicht nur Spachtel dran, der ist ja dann auch nochmal ein bisschen Füller, nochmal ein bisschen Schnittspachtel, dann guckst du, dann baust du den nochmal an, dann schleifst du nochmal wieder weg und fängst du nochmal von vorne an. Und dann kommt die zu mir, sag ich, scheiße, das machen wir. Genau. Ja, und deswegen könnte ich das in Stunden nicht mal abschätzen, wie viele Stunden da eigentlich drin sind. Ja. Weil ich hatte wirklich gedacht damals,
als wir gesagt haben, wir haben ja schon eine blanke Karosse und wir haben ja schon nichts zu tun, in Anführungsstrichen, und müssen nicht so viel schleifen, so, aber das ist ja auch an Teilen, das ist ja so ausgeartet, so, weil die Teile ja so viel, ja, in Anführungsstrichen, Liebe brauchen, immer wieder Material drauf, schleifen, nochmal Material drauf, nochmal schleifen, dann guckst du noch alle Kanten nach, baust nochmal ein, dann zweimal Klarlack und dann ist es zu schwer, wieder schleifen. Dann ist es zu schwer, dann schleifst du den Klarlack wieder runter. Damit die Klebekante bloß noch schick aussieht, ne? Damit die bloß gerade ist, bloß gedeckt ist, bloß schön schwarz ist, gleichmäßig. Ja. Das ist auch so eine Sache, die muss man halt achten. Wenn man das Ding aufmacht und guckt und das sieht scheiße aus, dann interessiert das auch nicht, finde ich, wie das von vorne aussieht. Ja. Das ist genauso bei der Stoßstange. Du hast einen Träger, was viele nicht sehen, was dahinter ist. Aber damit sie so passt, wie sie passt, gehört da ein bisschen mehr zu. Vorrichtung, alles. Es muss immer exakt platziert werden. Und immer dieses Maß abgenommen werden, dass du das Ding nimmst, ransteckst und das passt. Ja. Von der Höhe und von den Seiten zum Beispiel. Ne? Das ist auch von den Türen her, das ist nicht mal eben kurz gemacht. Nee, das passt schon wirklich, muss man wirklich sagen, das ist halt wirklich eine Eins. Ja. Oder eben halt, dass wir sagen mal nur versteckt haben, dass die Seitenteile in Sichtkabum bleiben. Nur um das zu verstecken, hat ja, das schon fast eine Woche gekostet. Ja. Weil es musste dann sozusagen dreimal neu abgeklebt werden. So, und dann musst du ja hier und da und dann musst du ja aufpassen, dass es auch bloß keiner sieht und ja, das ist halt, so das macht es natürlich alles noch mal schlimmer. So, ne? Also Chris hat schon das Thema Liebe gesagt, ihr müsst den beiden auf jeden Fall auch jede Menge Liebe jetzt geben. Live oder im Internet oder auf den Events. Wie auch immer, weil das haben sie auf jeden Fall verdient. Kann man einfach nur so neidlos, formlos anerkennen, das ist wirklich. Wie macht man das als Streamer? Na, mach mal eine 1 in die Kommentare für die Liebe. Ich sag, ey, gibt's was? Hab ich schon oft so gehört, ja? Gibt's doch bestimmt. Schreib mal eine 1 in die Kommentare. Geil. Irgendwie so. Okay. Ja, Bruder, eigentlich, so wie beim letzten Mal, hatte ich schon wieder vor, das Auto jetzt zu wiegen, aber ich finde, wir sollten es nicht heute wiegen. Weil das ist deine gute Laune schlecht damals? Nee, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Die Kiste ist so brutal, das ist so perfekt. Da habt ihr auf jeden Fall, Chris hat gerade heute noch gesagt, er braucht nichts vorbereiten, das Ding sieht eh so krass aus. Und das glaube ich, hast du definitiv. Das kann man, glaube ich, jetzt so unterschreiben, glaube ich. Ja, definitiv umgesetzt, das ist schon ein echter Traum. Eigentlich halt wirklich viel, viel, viel zu schade zum Fahren, ne? Mhm. Aber ich sehe das Ding schon 350 ballern. Aber ja, es ist halt dafür. Ja, das ist ja auch genau, es ist ja zum Benutzen gebaut, so, ne? Ja, Fahrzeug. Ja. Fahrzeug. Kein Stehfleisch. Nee, brutal. Vor allem durch dieses Carbongewebe guckt man einfach die ganze Zeit. Man geht das ganze Auto so lang, ne? Guckt hier. Ja, da, ich finde halt die Tiefe krass. Man hat das Gefühl, man guckt da irgendwie so rein. Ja. Das wird man leider mit der Kamera überhaupt nicht eingefangen bekommen. Nee, also das ist ja immer so schade. Du kriegst es nicht mal fotografiert, weil das einfach. Das musst du halt immer live sehen. Das ist jetzt der letzte Punkt, den wir nochmal sagen müssen. Wir würden euch wirklich, beziehungsweise wir hätten wirklich alles getan, um dieses Auto auf der ersten Motorshow euch zu präsentieren. Ich hätte mir da noch ein brutales Standkonzept für überlegt. Eigentlich wäre es nicht gegangen, alleine von Zuschauerzahlen und so weiter. Wir wären dann aber in eine andere Halle gegangen, dass man diese Zuschauerzahlen hätte zulassen können und so weiter. Das war schon alles fertig geplant. Jetzt ist das große Problem, wir werden euch natürlich in den nächsten Wochen das Auto auch erstmal nicht zeigen können. Da müssen wir einfach abwarten, bis die Situation wieder zulässt. Ich werde gucken, dass ich von dem Auto noch nicht zu viel zusammenbaue, dass ihr vielleicht irgendwo Anfang nächsten Jahres nochmal die Möglichkeit bekommt, einfach auch diese ganzen Details so zu sehen. Weil ich finde das schon wichtig, dass ihr alle einmal hier überall so reingucken könnt. Dass ihr das hier so seht, von unten den Radlauf, die ganzen Carbon-Teile, wie die angeklebt sind. Das ist schon, ich finde das schon wichtig, definitiv. Weil so in der Form wird man es definitiv nicht. Wir können ja so eine Stadtrunde reisen. Nochmal wiedersehen. Genau. Einfach auf eine Gläser stellen und dann durch die Gegend. Stimmt, das wäre aber natürlich die Möglichkeit. Also wenn einer von euch tatsächlich einen gläsernen Trailer hat. Genau. Kein Spaß. Wenn wirklich einer durchsichtigen Trailer oder irgendwas in der Richtung hat, könnte man wirklich nochmal so eine kleine, vielleicht vom Papst oder so, das Papamobil, irgendwie sowas. So eine kleine Städtetour machen und wirklich so an 5 Stellen, weil ich sage, also ich bin wirklich... Krass. Ich würde das Ding einfach nochmal bauen und den kannst du dann so stehen lassen. Ich nicht. Bin ich raus. Ja, nee, das ist schon... Ja, dann nehmen wir es mit. Krass. Brutal. Bitte. Ich möchte das einfach nicht mehr sehen. Ich möchte, warum sie hier reinkommen, sondern warum kommt es ja gleich mit der Erektion hier rein?
Darf man das eigentlich so sagen? Ja, klar. In dem Video dürfen wir alles sagen hier, definitiv. Jetzt, das ist ja schon nach 22 Uhr. Oh, ich bin noch verheiratet oder so. 23 schon. Oh. Nein, aber auch einfach so, wenn ich hier so drauf gucke, Spaltmaße perfekt, Faserverlauf perfekt, mehr geht einfach nicht, ne? Finish perfekt. Weil es ist ja wirklich so, es sieht aus, als wenn der Atrium sich das wirklich so mit einem Lineal parallel zueinander gelegt hat in der Form oder so. Hat er auch. Selber schon gemacht. Dazu die Schnüre gestanzt. Ja. Boah, nein, es ist ja wirklich so, du kannst ja wirklich, weißt du, du könntest jetzt ja hier eine Schnur drauf spannen und das sitzt tatsächlich, ne? Ja, das Blechteil zum Abformen war halt auch gut. Ja. Top vorgearbeitet. Ja, ich habe ja auch nicht gespackt, ne? Ich muss ja den ganzen Zinder alles erstmal gerade machen, das war ja so. Ich weiß alleine auch, wie geil das aussehen wird, wenn die Leiste alleine auch noch wie ein Carbon davor sitzt. Ne? Wenn er die Carbon-Tür gegen die Carbon-Leiste geht, mit den Alu-Leisten davor. Was ist mit Schirren? Nee. Leider gar nicht. Ja. Krass. Ich weiß auf jeden Fall, ich darf nicht ein einziges Kabel einbauen, was keine Verwendung danach hat. Und keinen Kratzer macht. Das kriege ich ehrlich gesagt erstaunlich gut über hin. Es fragen auch alle immer, ob wir wirklich in den sauberen Klamotten immer schrauben. Wir schrauben tatsächlich immer in den sauberen Klamotten, weil wir es irgendwie auch hinkriegen, uns nicht dreckig zu machen. Ja gut, ich sag mal, was wolltest du hier dreckig machen? Das ist wirklich jetzt, da kann man jetzt wirklich mal sagen, du kannst dich nicht dreckig machen. Weil es gibt wirklich keine Stelle an dem ganzen Auto mehr, wo ansatzweise irgendwo Dreck herkommen könnte. Ne? Deswegen kriegst du auch so sauber, ne? Ja, na gut, ich trage eigentlich immer nur weiße Leggings an, wenn ich an dem Auto arbeite. Ja, brutal. Also an der Stelle nochmal meinen vollsten Respekt und vielen Dank. Ne? Sehr gerne. Also so aufgeopfert, verstehe. Die letzten Monate. Verausgabt. Verausgabt. Guck mal, wie dürr sie geworden ist. Oh, naja. Was ich auch wirklich auch sagen muss, ist, man merkt aber schon, wie so langsam in diese ganze Carbon-Thematik, ich glaube auch schon durch unsere Teamarbeit so ein bisschen Resonanz reinkommt. Also, dass die Leute das auch langsam anfangen zu feiern und sehen, wie viel Arbeit da drin steckt, ja. Und es auch einfach den Sinn in diesen leichten Teilen sehen und auch wirklich langsam Interesse bekommen, solche Sachen halt auch einfach mal für ihr Auto zu bestellen und so weiter. Mhm. Ja, die meisten sehen das oder verstehen ja leider nicht. Sie wollen das ja immer alles fertig sehen. So, da spielt es ja keine Rolle, wie lange das dauert. So, und die verstehen dann ja leider auch nicht, dass das wirklich Zeit braucht. Ja, ja. Also du kannst das nicht einfach nur mal so kurz ein bisschen überwitscheln, wie man das sagt, mal aus den ganzen YouTube-Videos dann mal kennt, klar. Wo einer ein bisschen Nudeln da, um ein Loch zuzumachen, ein bisschen Kleber, wisch da einmal rüber, ein bisschen sprühen. Aber das funktioniert so, auch. Ja, das funktioniert auch, ne? Aber das darfst du ja nie in echt sehen. Und das geht hier halt gar nicht. Also es braucht halt immer noch mehr Zeit, dann guckst du halt nochmal und überlegst noch, ob du wirklich jetzt schon Klarlack machst oder ob nur einmal Klarlack reicht. So, und das frisst dich innerlich auf. Das ist halt einfach so fummelig alles. Dann wird's doch scheiße, ne? Ja. Und will noch irgendwer schon Seitenteile haben? Da gibt es bisher noch keinen, der verbindlich welche haben will. Ich wüsste nicht. Aber ich will Kombi-Seitenteile. Ja, müssen wir auch fahren. So, aber Stoßstangen können wir auf jeden Fall so viel verraten, da sind schon ein paar im Umlauf. Ja. Ja, sind ein paar, ja. Marius findet es schon immer erschreckend, wie viele er es fehlen muss. Der überlegt schon, die Karosse schmal zu lassen. Ja. Weil ich glaube, die letzte ist. Ich glaube, das ist nachher noch. Dass die Leute, die sich selber eine basteln, was sie immer nicht verstehen, wo der Preis dann irgendwie mal herkommt. Aber entweder lässt du deine Stoßstange einmal mehr lackieren, ja. Weil sie immer wieder reißt und sie wird immer wieder reißen, weil es ein PP-Kunststoff ist, der nicht spachtelbar ist, der immer arbeitet, den du nicht richtig verbinden kannst, gar nicht laminieren. Oder Chris? Oder kann man diese gut spachteln? Ja, das kommt ja drauf an. Wenn du da natürlich so fett Spachtel drauf hast, dann... Du musst einfach mehr auftragen. Du musst es irgendwie verändern, die Form. Und das kannst du nicht umgehen. So. Oder man nimmt halt eine, die halt für eine RS-Fehlung gebaut ist. Zum Beispiel. Ein Teil, genau. Ja. So. Ja, oder man kann natürlich eben halt auch wirklich, ich sag mal, wenn man das selber macht, dann kann man natürlich, sag mal, aus zwei Stoßstangen ja wirklich eine bauen. Aber da muss man es erstmal können, das richtige Material natürlich. Du weißt ja, wie man halt aussieht. Und ich wette trotzdem mit dir... Und vor allem, wie viele Hunde... Und ich wette trotzdem mit dir, dass die an der Verbindungsstelle, dass du so viel Spachtel aufträgst, dass sie immer wieder reißen. Weil man das passieren kann, das ist das echt 12 Jahre her. Ja, aber die Stange ist Legende. Die ist mittlerweile... Die musst du als Bodybuilder ja schon hochheben. Dafür kannst du deine Waage mal reinigen. Ich wollte nur los jetzt. Das ist wirklich echt eine Tonne. Und da hast du ja schon viel wahrscheinlich verursacht. Also mit der Hand geht es rum, ne? Vor allem der Träger ist ja schon raus, da ist ja eigentlich noch der Aluträger drin. Ne? Nee. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Jetzt geht's langsam los mit Zusammenbau. Dass sie nicht knickt, ne? Find's eigentlich. Ja. Eigentlich müsste die so rund sein, aber das ist wahrscheinlich diese robuste Körperform. Ja. Der Bauschaum ist.
Ich würde sagen, wir trinken jetzt auch ganz entspannt einen Heineken und sehen uns dann im nächsten Video beim Zusammenbau. Genau, jetzt Motor rein, Achsen rein. Jetzt gibt es in dem Video kein Gewinnspiel, finde ich aber auch nicht schlimm. Kann ruhig mal ein Video ohne Gewinnspiel geben. Werden eh genug Kommentare drunter sein. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.